Weiter geht's heute mit Need for Speed anbauen. Wir machen heute weiter mit unserem Let's Play. Und ich möchte gerne ein bisschen Kohle verdienen. Natürlich. Ein Drift-Event brauchen wir jetzt gerade nicht. Headspin, ja, möchte ich gerade jetzt nicht fahren. Wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Kohle, weil ich will mir ja den S Martin kaufen. Aber ich will erstmal eigentlich tatsächlich heute ein bisschen tagsüber fahren. Den Tag rumkriegen, mehr oder weniger dann in der Nacht das Duell mit SF Rocky fahren. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ja. Eine Kurvenlegende, die Rauchshow. Dann nehmen wir das doch mit, oder? Wir haben es doch eigentlich. Wir haben noch ein Essensauto. Wir fahren heute die Rauchshow. Achtung, wir entsenden heute zusätzliche Einheiten zur Verstärkung. Die Racer haben irgendeine große Sache geplant. Also lasst uns den Druck erhöhen. Ja, wir müssen ein bisschen auf Zeit jetzt heute spielen. Das hat einfach die Gründe, wie gesagt, was ich ihm gerade erklärt habe. In der Nacht gibt es ein Duell mit SF Rocky, das möchte ich gerne fahren. Kostet uns. Hoffentlich bist du nicht mit dem Auto durchgebrannt. Bin ich nicht. Scheiße. Witzig. Das haben wir. Oh nein. War das Grant meine Chance, was für meine Crew zu tun und Alec zu zeigen, dass ich die Beste bin. Ich hab's mir doch fast gedacht, dass mir die. Yes, du schlägst dich immer durch. Wir alle haben schlechte Entscheidungen getroffen. Ich habe das Opossum-Nest in der Werkstatt so lange ignoriert. Was? Nichts. Was in dieser Nacht passiert ist, ist ewig her. So einfach ist das nicht. Yes. Was du letztes Mal gesagt hast, dass du nirgendwo hin kannst. Du weißt, dass das nicht stimmt. Wir sehen uns am Start. Oh, ein Bärchen. Ein Bärchen! Bärchen! Bestimmt eine Röhre da oben, oder? Natürlich. Bierchen freigeschaltet oder gesammelt, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ja, wir fahren heute wieder ein kleines Windchen. Wie gesagt, ich möchte gerne SF Rocky irgendwann herausfordern. Ich möchte den nämlich irgendwann mal braten. Das ist mir, wenn mir das ein bisschen auf den Senkel geht mit seiner Karre. Ich will so ein Auto haben. Und dann kann ich mein Auto verkaufen und habe dann genug Kohle wahrscheinlich für sogar fürs Gewinn. Also, wie gesagt, das kann jetzt noch 3-4 Folgen dauern. Viel mehr ist es nicht. Wir fahren aber heute erstmal die Rauchshow. Wir werden wieder auf Eleanor wechseln, also wetten. Wenn jetzt nicht irgendwas Dramatisches passiert. Wir gucken, dass wir wahrscheinlich heute nur diese Folge machen, aber ich weiß es halt noch nicht. Wie gesagt, hier gibt es 16.000. Und für das Geld werde ich mir definitiv eine Smartin kaufen. Ja, beziehungsweise erstmal nicht. Dann werden wir uns erstmal noch ein bisschen hinten anstellen. So. Das hält nicht lang. Das jetzt. Das war ein bisschen verwirrend. Alter! Aber die hat, glaube ich, den gleichen Fehler eingebaut. Verlier nicht die Nerven. So, jetzt muss ich hoffen, dass sie vielleicht mal einen kleinen Fehler, dass sie den noch mal einen kleinen Fehler einbaut. Wieder hat sie da gerade nochmal einen Fehler drin gehabt? Tschüss.
Nein! Dieser dreckige Fuckpfosten, der da stand. Ja, ich denke, das war's. Ich bleibe bei das Ding. Das durch die Nummer hat er mir natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Dadurch, das gewinnt sie wahrscheinlich jetzt noch am Ende Leibig, weil ich habe mal die. Der hat einen Fehler eingebaut. Ja. Ich sage ja, mindestens einer wird momentan. Meine Autos sind nicht schnell genug. Deswegen, wie gesagt, habe ich das. Meine Autos sind momentan nicht schnell genug. Ich will. Ich belege das. Ich muss es halt nochmal probieren. Fall nicht zu weit zurück. Sag doch einfach, dass du mich überholen willst. Ja, mach ich doch. Ich zeig's dir doch gerade. Ich gebe nicht auf. Vergiss es. Du wirst nicht lange vorne sein. Wieder Leibig und Chase. Siehst du den Wagen hinter dir? Das bin ich. Ja, das wolltest du doch. Du hast ein fucking Glück, dass du mich auch wieder ausfällst. Oh, da vorne ist der erste. Ich glaube, der. Das sah so aus, als wäre der ein Auto gestanden. Macht da vorne mal einen Fehler, Leibig. Der fährt aber auch ein Auto, ey. Was? Bin du wohl von? Der tut aber auch mir keinen Gefallen und macht mal einen Fehler. Da ist er doch schon wieder. Komm, mach dir mal einen fucking Fehler da. Ich hab gerade gedacht, dass er echt den. Fuck you, bitch! Ich weiß, der war assi, der Move. Ich weiß, der war richtig assi. Sonst hätte ich den nie gekriegt, aber das musste ich jetzt machen. Yes!
Jay-Z, ich hab dich weggehauen. Oh, Maya, Eleanor und Justicia mit DNF, die sind also komplett raus. Die haben beide, haben alle drei ihr Auto schon mal zerlegt. Oh, ich weiß, dass die Nummer jetzt richtig assi war, ja, aber es musste jetzt einfach nur sein. So, dann machen wir uns mal ganz kurz zurück zum Dings, weil es ist schon wieder Folgenende. Ich habe jetzt die letzten zwei Folgen etwas länger gemacht. Diesmal mache ich ein bisschen was kürzer, weil ich will, wie gesagt, in die Nacht springen. Ich möchte gerne das Ding mit, wie heißt er? Ihr wisst, wen ich meine, angehen. Kopf, Alter. Ich kann da nicht durch, ne? Das ist ein See. Na gut, der verzieht sich. Sehr gut. Wir machen euch kurz zurück in die Links und dann fahren wir wahrscheinlich in der nächsten Folge das Duell mit dem guten A$AP Rocky. Ich hoffe, dass es ohne Probleme machbar ist, den quasi auch mal wegzubrezeln. Wie gesagt, das wird natürlich eine Asi-Schiene werden, weil der von seiner Karre herstellt deutlich schneller sein wird als meiner. So, jetzt haben wir zurück zum Pier. Oh, da war ein Kopf, der uns ein bisschen beobachtet hat. Ja, lass mich durch. Dankeschön. Hab. So. $162.000 haben wir jetzt auf der Hand. Also wie gesagt, 7.000, wenn ich mir den ersten kaufen würde. Aber da ich den jetzt erstmal noch nicht haben will. Die Karre sieht super aus, wenn ich das mal so sagen darf. Deine Chancen stehen nicht schlecht. Auch wenn du den Wagen von Jasmine nicht zurückholst, du hast da selbst ein tolles Teil gebaut. Bin stolz auf dich, Kiddo. So, den wollen wir jetzt erstmal angehen, die Nummer. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Bound.